Ja, der Gemeinderat, das sind diese 21 gewählten Mitglieder. Wir treffen uns monatlich bis auf die Sommerpause und beraten und beschließen natürlich die wichtigen Themen für die Zukunft unserer Stadt. Der Gemeinderat ist das demokratisch legitimierte Gremium, wo die Entscheidungen für die Zukunft unserer Stadt getroffen werden, auf demokratische Art und Weise, wo spannende Diskussionen finden, wo Entscheidungen gerungen wird und wo wir uns als Fraktion immer mit konstruktiver Kraft einbringen. Uns als Team Zukunft ist wichtig, eine Stadtentwicklung im Großen und Ganzen, vor allem unter dem Aspekt, dass wir sie sanft gestalten, nicht zu schnell und von jung bis alt, Wohnraum, Infrastruktur, Umwelt, Nachhaltigkeit, da eine Vielzahl an Aspekten berücksichtigen. Wir für Schwarz versteht sich im Gemeinderat als jene Stimme für alle Schwarzerinnen und Schwarzer, denen an einer offenen, transparenten, ehrlichen Politik etwas gelegen ist. Und die wollen wir bestmöglich vertreten. Ja, es gibt viel zu tun für den Schwarzer Gemeinderat. Die Eagles, die Schwarzer Grünen, haben wesentlich drei Schwerpunkte. Das ist natürlich Natur- und Umweltschutz, Klimaschutz in Schwarz nicht nur anzusprechen, sondern umzusetzen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, viel Freiraum für Kunst und Kultur und vor allem für unsere Jungen in Schwarz. Und ein soziales Schwarz steht, glaube ich, bei allen Entscheidungen im Mittelpunkt. Und bin überzeugt, dass das in einem gemeinsamen Konsens im Gemeinderat am besten funktioniert. Dem Gemeinderat kommt eine ganz besondere Bedeutung zu. Nirgendwo sonst wirken sich die getroffenen Entscheidungen so direkt und unmittelbar aus. Wir sind angetreten, um die besten Entscheidungen für Schwarz zu treffen. Die Arbeit im Schwarzer Gemeinderat ist für uns Schwarzer Freiheitliche eine von vielen Möglichkeiten, um die drei Eckpfeiler unserer Politik aktiv einzubringen, helfen, wo es möglich ist, zusammenarbeiten, wo es Sinn macht und Missstände aufzuzeigen, wo es notwendig ist.